Zweiter Versuch, es wird gut. Bergkarabach. Zwischen Krieg und Frieden ist unser nächster Vortrag. Der gebirgige Schwarze Garten wird es genannt. Das ist eine Region im Südosten des kleinen Kaukasus. Und der eskalierte Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan war erst vor kurzem sehr präsent in den Medien. Einige von euch haben es vielleicht mitbekommen. Allerdings besteht dieser schon seit 26 Jahren. Und mehr zu dem Thema wird euch Larissa in den nächsten 30 Minuten erzählen. Der Vortrag ist in deutscher Sprache, wird von C3 Lingo auf Englisch übersetzt. Und ich wünsche euch da viel Spaß und Larissa herzlich willkommen und viel Erfolg. Dankeschön. Ich werde jetzt wieder versuchen, den Bildschirm zu teilen. Ich kann für nichts garantieren. Oh oh, gut so bin ich. Seht ihr die Präsentation? Genau, und jetzt noch auf Fullscreen. Das sieht gut aus. Da haben wir alles entspannt. Okay, kann ich jetzt anfangen? Und es geht los, ja. Okay, cool. Vielen Dank, dass ich heute hier vortragen darf und vielen Dank für die nette Einleitung. Ich möchte heute mit euch den Bergkarabach-Konflikt bearbeiten. Und zwar, hast du das schon ganz richtig gesagt, es ist eine Region, die eigentlich auf der internationalen Agenda nicht so eine große Rolle spielt und ziemlich weit in den Hintergrund gerückt ist bis zu diesem Jahr. Befindet sich im Südkaukasus, also Bergkarabach. Die beiden Staaten, Armenien und Aserbaidschan, sind, wie ich sagen würde, die Hauptkonfliktparteien in diesem ganzen Prozess. Und es dreht sich im Prinzip um die Zugehörigkeit dieser eher kleinen, gebirgigen Region, die im Deutschen Bergkarabach genannt wird mit CH. Ich habe es jetzt hier mit KH geschrieben. Im Englischen habt ihr vielleicht schon mal von Nagorno-Karabach oder Nagorno-Karabach gehört. Im Armenischen spricht man auch von der Republik Artsach. Und warum streitet man sich? Im Prinzip hat die Region für beide Parteien einen sehr hohen identitätsbasierten Wert und eine große historische, kulturelle Bedeutung. Wobei ich den Konflikt jetzt eher als Territorialkonflikt bezeichnen würde mit einer wichtigen ethnischen Ebene. Wenn also in den Medien von diesem Konflikt die Rede ist, geht es weniger um Streitigkeiten in der Region als um Streitigkeiten um diese Region. Warum möchte ich über diesen Konflikt heute reden? Das hast du schon ganz richtig gesagt. Vielleicht haben das die ein oder anderen mitbekommen. Jetzt im September, Oktober, November war das so relativ groß in den Medien, dass die kleineren militärischen Auseinandersetzungen, die jetzt durchaus nicht unüblich sind, zu einem Krieg eskaliert sind. Und der hat 44 Tage angedauert und insgesamt über 5000 Menschenleben gefordert, wobei man sehr vorsichtig sein muss immer, was solche Zahlen betrifft. Und ich würde ganz gerne mehr Sichtbarkeit und Transparenz für diesen Konflikt schaffen, der wenig Aufmerksamkeit in den letzten 26 Jahren bekommen hat. Die Zone ist enorm militarisiert. Das Risiko einer Eskalation hat sich eigentlich auch enorm erhöht. Viele europäische Staaten liefern Waffen in den Südkaukasus und die EU hat 2017 ein Partnerschaftsabkommen mit Armenien unterzeichnet. Und er unterhält energiewirtschaftliche Beziehungen mit Aserbaidschan. Ich bin der Meinung, es hätte ziemlich vieles verhindert werden können und im Hinblick auf die Zukunft kann vieles besser gemacht werden.
Falls ihr es eben nicht mitbekommen habt, also ich bin der Meinung, es hätte ein bisschen mehr Präsenz finden können in den Medien. Und wenn, wird der Konflikt meistens sehr oberflächlich angekratzt. Das liegt unter anderem daran, dass er sehr, sehr alt, sehr kompliziert und vielschichtig ist. Das werdet ihr auch im Zuge des Vortrags mit Sicherheit merken. Also falls ihr mal verloren geht, kein Problem. Ich glaube, das geht vielen so. Ich habe den Vortrag in drei Teile aufgeteilt. Am Anfang schauen wir uns an, welche Akteure sind involviert, wer, wie, wo, was, was sind vorherrschende Narrativen. Es geht um die Position Armeniens, Aserbaidschans, ihre Rivalität, aber es geht auch um die Position Bergkarabachs, den man als de facto Staat ohne internationale Anerkennung bezeichnen kann. Dazu erzähle ich später auch noch mehr. Und natürlich geht es auch um internationale Akteure wie Russland und die Türkei. Und internationale Organisationen, die im Zuge des Konfliktes auch mehr oder weniger eine große Rolle gespielt haben. Im zweiten Teil schauen wir uns die wirtschaftliche Performance an beider Staaten, Armeniens und Aserbaidschans, und ihre militärischen Kapazitäten. Ich habe mich gefragt, inwiefern beeinflussen wirtschaftliche und militärische Kapazitäten den Verlauf des Konfliktes. Und im letzten Teil geht es um die Friedensverhandlungen. Der Krieg endete am 9.11., also in der Nacht vom 9. auf den 10.11. dieses Jahr wurden die Friedensverhandlungen, wurde ein Waffenstillstandsabkommen unterschrieben. Und von dem Friedensabkommen sind wir nach wie vor meilenweit entfernt. Welche Hürden dem im Weg stehen, schauen wir uns ganz zum Schluss an. Okay, aber zunächst mal ein kleiner Rückblick. In der Literatur bezieht man sich ganz gerne auf diesen Konflikt, auf einen Frozen-Konflikt, also auf einen eingefrorenen Konflikt. Und für die mehr oder weniger sehr stark umstrittene Aufteilung dieser Region, um die es geht, ist eigentlich noch Stalin mitverantwortlich. Ich habe mal eine Karte mitgebracht. Das Gebiet, was ihr hier seht, ist der Südkaukasus. Zu dem Südkaukasus gehört eben Armenien, Aserbaidschan, die Region um Bergkarabach. Im Norden grenzt Georgien an Armenien, Russland grenzt an Aserbaidschan. Und 1991, wenn wir einen kurzen Schritt zurückgehen, führt der Bruch der UdSSR zu gravierenden Strukturänderungen im internationalen System, dessen Folgen natürlich auch dem Kaukasus nicht erspart blieben. Warum? Es haben sich neue Staaten etabliert, es wurden neue Grenzen gezogen, sowas ist immer sehr viel Konflikten behaftet. Nicht nur Armenien und Aserbaidschan erklären damals ihre Unabhängigkeit, sondern eben auch die Region Bergkarabach in einem Referendum, in dem mehrheitlich dafür gestimmt wird. Genau, also die gelbe Region auf der linken Seite, die ihr seht, ist die Region, die damals Armenien zugesprochen wird und quasi die Linie, die zu dem weißen Territorium führt oder dem gegenübersteht, auch die gelb-weiß gestrichelten Linien und auch Bergkarabach, das blau umrandete Bergkarabach, gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan. Also die Grenzen entstehen zu diesem Zeitpunkt und das ist mal so die Ausgangslage. Das war vor dem Ausbruch des Krieges. Der hat 3 Jahre angedauert, bis 1994. Konfliktgegenstand sind territoriale Streitigkeiten, wenig überraschend. Zum einen eben um die Region Bergkarabach, aber zum anderen um weiter angrenzende Gebiete. Die Karte, die ihr seht, ist von 2020. Es hat sich im Prinzip seit 1994 nicht viel verändert an den Grenzen. Im Zuge des Krieges, in dem Armenien sozusagen als Gewinner hervorgeht, erobert Armenien einige Gebiete. Unter anderem eben die gelb-weiß gestreiften Gebiete und Bergkarabach. Wie ihr da sehen könnt, Armenien besetzt die Gebiete neu, benennt sie neu und der Krieg endet mit 20.000 bis 30.000 Opfern. Ihr seht wieder, es sind sehr große Schwankungen, also in der Kriegsforschung, wenn es um die Opferanzahlen geht und auch wie das gezählt wird, das ist alles immer mit sehr großer Vorsicht zu betrachten. Wichtig ist, es wurden auch enorm viele Menschen, also enorm viele AserbaidschanerInnen vertrieben aus den Gebieten. Und seit jeher ist aus aserbaidschanischer Perspektive dieses Gebiet
unabhängig davon, wie es besiedelt ist, immer noch aserbaidschanisches Territorium. Behandelt wird es aber als armenisches Staatsgebiet. Also die Landteile werden Armenien in dem Waffenstillstandsabkommen, was 1994 geschlossen wird, zugesprochen. Und genau, es entsteht außerdem die Waffenstillstandslinie, die braun gestrichelte Linie. Dieser Moment ist ein ganz wichtiger Moment, weil das im Prinzip die Sachen, die dort vereinbart wurden, haben sich seitdem nicht großartig geändert. Aus dem Waffenstillstandsabkommen ist kein Friedensabkommen geworden. Und die Streitigkeiten, also die beiden Positionen, haben sich nicht verändert, was unter anderem die Grundlage für den diesjährigen Konflikt auch gebildet hat. Bergkarabach immer noch de facto Unabhängigkeit deklariert, wird aber armenisch besiedelt nach dem Krieg und wird auch so behandelt, finanziert. Also wirtschaftlich gehören sie dann auch zusammen. So, jetzt haben wir aber immer noch nicht so richtig verstanden, wieso dieser Konflikt jetzt erneut in einem Krieg endete, obwohl wir natürlich auf der Basis argumentieren können, okay, eigentlich wurde das nie so richtig gelöst. Also es wurde seither keine Lösung gefunden, die beide Seiten oder alle Seiten zufriedengestellt haben. Im Mittelpunkt steht die Rivalität zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Position Bergkarabach, angefangen mit den Hauptakteuren Armenien und Aserbaidschan. Die beiden Staaten werden ganz gerne mal in einen Topf geworfen und dabei wird vergessen, dass die beiden Staaten sich enorm unterscheiden. Sowohl im System, im politischen System, deren Ausprägungen, den Institutionen, als auch in den innenpolitischen und außenpolitischen Linien. Oben links sieht ihr Präsident Ilham Aliyev, der wurde Präsident 2003. Und unten rechts mit den AirPods seht ihr den Premierminister Pashinyan, Nikol Pashinyan, der ist 2018 an die Macht gekommen. Die politischen Systeme im Vergleich, als erstes, die beiden Staaten haben eigentlich Präsidialsysteme, sind sehr unterschiedlich ausgeprägt. Seit dem Krieg 1994 erlebt Armenien vier neue Premierminister, vier Machtwechsel. Bei Pashinyan ist besonders hoch im Kurs das Thema Korruptionsbekämpfung. Wenn man sich Aserbaidschan im Vergleich anschaut, muss man sagen, dass Aserbaidschan sehr stark an einer Präsidial-Autokratie festhält. Das bedeutet einfach, dass der größte Teil der Macht des Staates im Amt des Präsidenten im Amt des Präsidenten liegt, dass die Legislative nicht mehr ist als ein Schattenparlament. Also die Legislative hat nicht sehr viel zu sagen. Die Wahlen sind nicht besonders frei und fair. 2020 kam ein ganz neuer Oppositionskandidat im Parlament bei den Parlamentswahlen. Und das hat dazu geführt, dass sich nicht nur Also es hat sich im Laufe der Zeit nicht nur ein sehr starkes Präsidialsystem etabliert, sondern es hat auch dynastische Züge. Also es ist jetzt nicht so, dass 2003 Aliyev gewählt wurde. Das Amt wurde ihm von seinem Vater übertragen, Heydar Aliyev. 2017 wurde diese Familienherrschaft noch ein bisschen mehr verstärkt, indem die First Lady, und ich hoffe, ich spreche es richtig auf, Mehriban Aliyeva, in einem sehr fragwürdigen Referendum, muss man sagen, zur Fritz-Vizepräsidentin ernannt wurde. Also die Herrschaft der Familie geht noch sehr, sehr weit zurück, bis in 1969. In dem Punkt unterscheiden die sich schon. Also Armenien hat sich schon, ist das schon viel, viel weiter. Außerdem auch innenpolitische Probleme in Aserbaidschan, Medienfreiheit, Unabhängigkeit der Justiz lässt enorm zu wünschen übrig. Von Reporter ohne Grenzen wird Aserbaidschan letztes Jahr auf Platz 168 von 180 in der Pressefreiheit eingestuft. Das ist nicht gut. Das kann sich nicht so zeigen lassen. Im Vergleich, Armenien ist auf Platz 60. 80% der Medien befinden sich im Staatseigentum, quasi Staatsmedien. Außenpolitisch nähert sich Armenien, versucht Armenien sehr stark internationale, europäische Aufmerksamkeit zu erregen. 2015 schließt sich Armenien der Eurasischen Wirtschaftsunion an.
Trotzdem ist Armenien an sehr engen Handelsbeziehungen mit der EU interessiert. 2017, was ich schon gesagt habe, wird das Partnership Agreement unterzeichnet. Also man einigt sich mit der EU darauf, dass man wirtschaftspolitische, dass man die wirtschaftspolitische Zusammenarbeit verstärken möchte. Auf der Basis dessen, was ich euch erzählt habe, ist für eine Außenpolitik, die an demokratisch-rechtsstaatlichen Grundwerten appelliert, wie zum Beispiel die der EU, das Land natürlich, also Aserbaidschan, eher ein Problemfall. Aserbaidschan reagiert auch sehr fragwürdig auf ausländische Kritik an Missständen und an gerade an Menschenrechtsverletzungen oder Inhaftierung von Journalistinnen. Und sagt, okay, wir müssen uns keine Kritik gefallen lassen. Wir sind eine sehr wichtige Wirtschaftskraft in der Region, was natürlich auch stimmt. Und innenpolitisch wird damit so umgegangen, dass man solche Kritik und auch Probleme oft mit feindlichen, das ist auch ein sehr autokratischer Zug, also typisch für autokratische Systeme, dass man das in Verbindung bringt mit anderen Problematiken, zum Beispiel mit dem Territorialkonflikt, mit dem ungelösten Territorialkonflikt oder auch, man schiebt es auch ein bisschen auf die Meinungsbildung durch Armenien, auf die armenische Diaspora im Ausland. So, jetzt blicken wir aber noch einmal auf die Landkarte. In den westlichen Medien wird also davon gesprochen, dass Bergkarabach eine von Armenien besetzte Region Aserbaidschans ist. Das ist alles ein bisschen wischiwaschi. Das wird oft dadurch begründet, dass Bergkarabach völkerrechtlich betrachtet immer noch zu Aserbaidschan gehört. Das stimmt auch, aber es hat sich in den letzten 26 Jahren einfach enorm viel verändert. Also ja, Armenien hat die Gebiete damals völkerrechtswidrig besetzt und im Nachhinein auch besiedelt. Der Staat hat damals aber, also der Bergkarabach, nicht der Staat, die Region hat damals schon bekannt, also durch das Referendum klar deutlich gemacht, wir möchten eigentlich nicht mehr zu Aserbaidschan gehören. Deswegen haben wir zwei Prinzipien, die hier aufeinandertreffen. Auf der einen Seite haben wir das Prinzip der territorialen Integrität. Und auf der anderen Seite haben wir das Prinzip der Selbstbestimmung, das Recht der Selbstbestimmung der Völker, dass man selbstbestimmt entscheiden kann, okay, wir möchten nicht mehr zu Aserbaidschan gehören. Das sind so ein bisschen die Probleme, die da aufeinanderklaffen. De facto gesehen kann man also sagen, Bergkarabach ist sowas wie ein Staat. Hat quasi, und das ist durch das Unabhängigkeitsreferendum entstanden, also realistisch finanziert sich aber diese Region eben durch Subventionen durch Armenien, durch Subventionen der armenischen Diaspora, hat in den letzten 20 Jahren enorme Schritte in der wirtschaftlichen, politischen Entwicklung unterzogen. De jure, also rechtlich gesehen, wenn wir uns auf das internationale Recht berufen, ist das nicht der Fall. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist Bergkarabach denn nun? Dieser ungeklärte Status, der sehr schwierig zu verstehen ist, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu weit ausgeholt, führt nicht nur zu einer sehr prekären Sicherheitssituation, vor allem an der Kontaktlinie, an der Waffenstillstandslinie, die sehr militarisiert ist. Also da stehen sich Scharfschützen, standen sich, muss man ja sagen, direkt gegenüber. Das erschwert natürlich auch international, also diese ganze schwierige Situation erschwert es internationalen Hilfsorganisationen enorm, dort zu arbeiten. Für beide Staaten ist diese Region unteilbar. Beide möchten sie für sich haben, weswegen eine Lösung des Konfliktes ernsthafte Kompromisse von beiden Seiten benötigt. Das Problem ist eben eine wichtige Quelle der Instabilität auch in beiden Staaten. Und jede Seite, die Kompromisse eingeht für einen Friedensprozess, hat sehr geringe Chancen, politisch zu überleben. Ne? Also das sieht man jetzt auch aktuell. Der Ausgang des Krieges hat in Armenien zu einer politischen Krise geführt. Die Opposition fordert den Rücktritt und neue Wahlen. Deswegen schwierige Angelegenheit. Falls euch das jetzt noch nicht kompliziert genug ist, gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Und zwar, was ich euch jetzt gerade erklärt habe, ist nämlich der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um das Territorium. Was wir noch nicht uns angeguckt haben, ist die Involvierung internationaler Akteure, also quasi noch mal eine Ebene darüber. Russland hat sich im Laufe der Zeit als relativ eigenständiger Vermittler etabliert innerhalb der OSZE-Gruppe. Deswegen fokussieren wir uns jetzt ganz kurz eine Sekunde auf die Rolle Russlands.
Russland spielten während des Ersten Krieges eine wichtige Vermittlerrolle, Russland und die OSZE, wobei man sagen muss, dass Russland lieber der einzige Vermittler in diesem Konflikt wäre. Die Beziehung zu den beiden Staaten ist sehr komplex. Auf der einen Seite hat Russland strategische Beziehungen zu Armenien. Sie sind traditionell auch Verbündete, wenn man das so, Alliierte, wenn man das so möchte. Russland hat auch zwei Militärbasen in Armenien. Auf der anderen Seite liefert Russland Waffensysteme nach Aserbaidschan, mit der Begründung, man möchte die militärische Balance in der Region aufrechterhalten, unterstützt aber auch Armenien militärisch und übt keinen Druck aus Armenien, hat keinen Druck ausgeübt, sich aus den besetzten Regionen zurückzuziehen. Also auf der einen Seite verstärkt Russland die Position von Armenien, liefert aber Waffen an Aserbaidschan. Es ist ein sehr, sehr ambivalentes Verhältnis und auf einem rhetorischen Level unterstützt auch Putin eigentlich die territoriale Integrität von Aserbaidschan, was bedeutet, dass man unterstützt, Bergkarabach ist eigentlich aserbaidschanisches, gehört zur aserbaidschanischen, gehört der Souveränität an. Russland würde, glaube ich, bis heute jeglichen Friedensdeal unterstützen, entweder auf eigene Initiative behauptet es oder auf Initiative der Konfliktparteien. Solange der Deal die Stationierung von russischen Friedenstruppen in der Region beinhaltet, man möchte also nicht komplett den Einfluss aus dieser Region verlieren, greift aber gleichzeitig nicht ein und übt nicht genug Druck aus. Es hat ja jetzt bis jetzt noch kein Friedensabkommen gegeben in den letzten 26 Jahren. Das ist eine sehr lange Zeit. Es ist nicht so, dass keine Vorschläge auf dem Tisch lagen. Es ist nicht so, dass man verschiedene Kommunikationskanäle immer mal wieder versucht hat, zwischen den Staaten zu etablieren. Die sind dann wieder zwischenzeitlich abgebrochen. Ich glaube, am Ende des Tages möchte sich Russland auch nicht komplett mit Aserbaidschan verscherzen. Weswegen man da so ein sehr, auf der einen Seite doch einen Anspruch hat, das Dominanzbestreben in der Region beizubehalten, auf der anderen Seite sich aber auch nicht zu sehr einmischen möchte. Deswegen konnte bisher nicht mehr garantiert werden als die Weiterführung eines Waffenstillstandsabkommens. Ne? Wir haben keine kriegerische Situation, also wir haben keinen voll ausgewachsenen Krieg in den letzten Jahren gehabt. Wir hatten aber also auch keinen richtigen Frieden, sondern immer wieder Streitigkeiten, die an der Waffenstillstandslinie aus dem Ruder gelaufen sind. Jetzt wird es nämlich noch komplizierter, denn seit 2016 haben wir es mit der Einmischung der Türkei zu tun. Die Waffenstillstandslinie, ich gehe nochmal zurück, der Konflikt hat bis dahin gar nicht so viel Aufmerksamkeit erregt. 2016 hat sich das geändert. Bis auf kleinere Zusammenstöße war da nämlich nicht so viel los und es ist relativ ruhig gewesen. An dem Tag kommt es, an den 2016 kommt es zu militärischen Auseinandersetzungen, zum Schusswechsel. Die vier Tage werden auch Vier-Tage-Krieg genannt. Es handelte sich schon um, also man kann schon sagen, dass aserbaidschanische Truppen militärisch vorgegangen sind, obwohl Aserbaidschan regelmäßig behauptet hat, sie würden sich die besetzten Gebiete nicht mit dem Einsatz von Gewalt wieder zurückholen. Damit wurde der Konflikt das erste Mal seit Jahren wieder auf die internationale Agenda gebracht, wobei ich glaube, dass das vor allem daran lag, dass auf einmal die Zahl der damit verbundenen Opfer, Kriegsopfer so enorm gestiegen sind. Was auch komplett neu ist, eben die Türkei. Durch die Einmischung der Türkei in den Konflikt ergibt sich eine ganz neue geopolitische Situation. Die Türkei möchte jetzt auch in der Region mitmischen. Das hängt mit der neuen Außenpolitiklinie von Aserbaidschan zusammen, von Erdogan. Wie sieht diese Zusammenarbeit aus? Also inwiefern mischt sich die Türkei ein und sie unterstützt vor allem Aserbaidschan durch Waffenlieferungen, durch militärische Übungen, die auf aserbaidschanischem Territorium stattfanden. Durch den Support der Türkei ändert sich natürlich auch enorm die Position Aserbaidschans. So 2018 bis 2019 war es wieder relativ ruhig. Das konnte geklärt werden. Die OSZE hat wieder zu mehr Kooperation, zu Friedensverhandlungen aufgerufen. Waffenstillstand hat sich wieder eingependelt. So, jetzt sind wir aber im Jahr 2020 und das Blatt wendet sich erneut. Zunächst mit den Zusammenstößen vom 12. bis 16. Juli
Bei einem Artilleriebeschuss sterben mindestens 17 Menschen. Das hatte auch sehr starke innenpolitische Auswirkungen. In Baku gehen Demonstranten auf die Straße und fordern Krieg. Beide werfen sich gegenseitig vor, angefangen zu haben, um vor innenpolitischen Problemen ablenken zu wollen. Aserbaidschan steckt unter anderem durch die fallenden Weltmarktpreise für die Energierohstoffe in der wirtschaftlichen Krise, und Armenien hat auch wirtschaftlich sehr stark zu kämpfen damit, und dazu kommt auch noch die Pandemie natürlich. Zum Kriegsverlauf. 27.09. beginnt es. Innerhalb einer Woche nehmen aserbaidschanische Truppen Also dringen aserbaidschanische Truppen in der Region, die ihr da vor euch seht, bis mindestens 20 Kilometer ein. Einige Wochen später sind sie sogar bis Bergkarabach vorgedrungen, kamen der armenischen Grenze immer näher. Dieser Ausbruch kam erschreckend, aber nicht besonders überraschend, da sich die Beziehungen der Staaten nie wirklich verbessert haben. Nagorno-Karabach und Armenien kämpfen an einer Seite. Beide waren schon sehr schutzlos gegen aserbaidschanische Drohnen, und ganz viel von der von den Verteidigungsanlagen ist auch innerhalb der ersten Kriegstage oder der ersten Kriegswoche kaputt gegangen. Der 8.11. Stellte tatsächlich einen sehr entscheidenden Punkt dar, und zwar wurde da die Stadt Susha eingenommen. Die ist historisch sehr relevant und auch aus einer strategischen Perspektive. Die blutigen Auseinandersetzungen haben jetzt 6 Wochen angedauert. Das war aber schon der Punkt, wo beiden Seiten, also wo vor allem Armenien noch nicht mal so richtig, aber in Nagorno-Karabach war auf jeden Fall der Punkt gekommen, wo man sagt, okay, innerhalb weniger Tagen, wenn wir jetzt kein Waffenstillstandsabkommen unterschreiben, wird innerhalb weniger Tage Stepanakert, die Hauptstadt, eingenommen. Deswegen wurde ein Waffenstillstandsabkommen erneut ausgehandelt in der Nacht vom 9. bis zum 10. November unter der Vermittlung des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Zu dem Zeitpunkt, als ich mein Konzeptpapier bei euch eingereicht habe, wurde das auch noch weitestgehend eingehalten. Am 12.12. wurde das erste Mal verzeichnet, dass Aserbaidschan die Waffenruhe gebrochen hat, als aserbaidschanische Soldaten gegen von ArmenierInnen besiedelte Gebiete vorgedrungen ist. Wie hat die internationale Gemeinschaft reagiert auf den Konflikt, auf den Krieg, auf Auseinandersetzungen? Nicht so richtig, immer wieder zu Waffenstillstandsverhandlungen aufgerufen. Und das, obwohl sogar die Türkei politisch sowie militärisch involviert war. Warum es auf jeden Fall Sinn macht dass jetzt ein Krieg nochmal ausgebrochen ist und wie die Staaten ausgerüstet sind, möchte ich jetzt auch nochmal einmal ganz kurz anschneiden. Das ist übrigens eine Karte dazu, wie die Region nach dem Krieg aufgeteilt wurde, aber die werde ich am Ende nochmal aufrufen. Das ist jetzt ein bisschen viel. Weil die Zeit voranschreitet, werde ich ganz kurz die militärischen und wirtschaftlichen Kapazitäten der Staaten anschauen. Ich habe mir nämlich die Frage gestellt, vor allem im Hinblick auf den Kriegsverlauf und die Folgen des Krieges, wie haben die Kapazitäten den Kriegsverlauf beeinflusst? Wenn wir uns dafür mal die BIPs beider Staaten anschauen, wird ganz schön schnell klar, dass die wirtschaftlichen Entwicklungen, das BIP sich relativ, das sind absolute Zahlen, das hat sich relativ ähnlich entwickelt. Die Kurven verlaufen relativ ähnlich, wenn wir allen vorgehen. Beide Staaten sind 2008 sehr stark von der Wirtschaftskrise, von der Finanzkrise betroffen. Trotz ihres Fortschrittes seit dem Ende des ersten Krieges haben wir es mit einem starken wirtschaftlichen Einbruch 2014 zu kämpfen. Das hängt natürlich mit dem Fallen der Preise für die Energierohstoffe zusammen. Aserbaidschans Wirtschaft beruht quasi hauptsächlich darauf, auf Energieexporten und Importen. Also Aserbaidschan pumpt ganz viel Energierohstoffe vom Kaspischen Meer über Russland oder die Türkei. Da gibt es mehrere Pipelines nach Europa. Das ist die Hauptwirtschaftstreibkraft auf jeden Fall. Legen wir mal beide Grafiken übereinander, sieht man sehr schnell, dass das aber ganz unterschiedliche Dimensionen sind, in denen die Länder sich bewegen.
Armenien ist zudem viel, viel, viel abhängiger von Russland, hat auch keine Rohstoffreserven oder ähnliches, fast gar nichts Signifikantes. Wirtschaftlich gesehen und militärisch sehr abhängig. Aserbaidschan hat sehr wichtige Pipelines, unter anderem auch den südlichen Gas, also versucht man jetzt mit dem südlichen Gaskorridor eine neue Quelle für Europa, Energiequelle für Europa zu finden. Darin begründet sich auch so ein bisschen die Haltung Europas gegenüber Aserbaidschan. Dazu später noch was. Schauen wir uns dazu die Verteidigungsausgaben der Staaten an. Das sind die Verteidigungsausgaben in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Also es sind nicht die absoluten Zahlen, das ist in Prozent gemessen. Dann gucken wir entsprechend des BIP, haben die beiden Länder die größten relativen Militärausgaben weltweit, nicht in absoluten Zahlen, vor allem nicht, wenn wir uns mal das wirtschaftliche Wachstum anschauen, aber auf jeden Fall in relativen Zahlen. Da liegt Armenien sogar mit fast 5% in 2019 noch vor Aserbaidschan. Wenn wir uns mal den Konflikt in der NATO anschauen, die Mitgliedstaaten der NATO können sich seit was ich wie vielen Jahren nicht auf 2% einigen. Also 5% ist extrem viel. Trotzdem ist Armenien viel, viel schlechter ausgestattet, militärisch. Wie kann das sein? Das ist unter anderem durch die Rüstungsexporte zurückzuführen. Die kommen da jetzt ins Spiel. Russland beliefert ja bekanntlich beide Länder mit Waffen. Im Zuge der wirtschaftlichen Krise von 2014 hat Aserbaidschan aber versucht, stärker zu diversifizieren und mit Israel zu handeln, hat einen großen Teil seines Verteidigungsequipments von Israel. Armenien hingegen, die Entwicklungen laufen eher darauf hinaus, dass man abhängiger wird von Russland. Das Kräftegleichgewicht in der Region hat sich also eindeutig zugunsten Aserbaidschans verschoben, unter anderem eben durch die Einmischung und Unterstützung internationaler Akteure wie der Türkei, Israel, Russland, aber auch europäische Staaten. Also auch europäische Staaten liefern in dieses Gebiet. Das hat wiederum zusätzlich zu dieser kritischen Sicherheitslage beigetragen und das die Eskalation viel, viel wahrscheinlicher gemacht. Ja, genau, das habe ich auch nochmal in meinem Zwischenfazit ein bisschen versucht zusammenzufassen. Was die Aussichten angeht, wird sich gemessen an dem wirtschaftlichen Wachstum Aserbaidschan wahrscheinlich viel schneller von den Folgen des Krieges und jetzt auch noch in Kombination mit der Pandemie erholen. Eben Pandemie und Kosten des Krieges sind nämlich noch nicht mit drin in den Aussichten. Und Kriege sind sehr teuer. Ich sehe, ja, also da werden beide Staaten noch sehr lange dran zu knabbern haben, wobei in Aserbaidschan noch ein bisschen durch diese autokratischen Systemstrukturen sich noch ein bisschen anders verhält. So, ich wollte noch ganz kurz Kriegsverbrechen anschneiden. Was meine ich damit? Armenien und Aserbaidschan beschuldigen sich gegenseitig, das humanitäre Völkerrecht im Zuge des Krieges gebrochen zu haben. Laut internationalem Recht ist das Recht im Krieg beschnitten. Also man darf auch im Krieg nicht alles. Was heißt das? Man darf zum Beispiel nicht zivile Einrichtungen beschießen, man darf nicht unverhältnismäßig großen Schaden einrichten, man darf die Infrastruktur nicht so stark beschädigen. Natürlich kommen dann auch solche Sachen wie Umgang mit Kriegsgefangenen etc. dazu. Die Berichte, was das angeht, sind relativ vage. Das wird dadurch verstärkt, dass internationalen Hilfsorganisationen, wie gesagt, der Zugang zu dieser Region erschwert ist, dass aus beiden Ländern die Berichte relativ undurchsichtig sind. Deswegen möchte ich da jetzt auch, es ist auch noch sehr, sehr früh, also es ist ja auch erst 1,5 Monate her. Und das dauert alles jetzt auch noch mit der Pandemie. Also ich glaube, das dauert, bis man da Schlüsse ziehen kann. Es gibt zum Beispiel den Vorwurf, dass Aserbaidschan, also es ist fast sicher, dass Aserbaidschan Clustermunition, Streubomben verwendet hat, als es Nagorno-Karabach angegriffen hat. Das wäre zum Beispiel auch etwas, was darunter fallen würde. Ein weiterer kritischer Punkt ist der Austausch der Kriegsgefangenen. Da kursieren nämlich gerade ganz üble Bilder im Netz über mutmaßliche Misshandlungen aserbaidschanischer Seite. Beschuldigen sie, also die Staaten beschuldigen sich wieder gegenseitig.
dass gegenseitig ihre Kriegsgefangenen zu foltern. Es gibt Bilder von ganz ungute Sachen, Überköpfungen, Misshandlungen. Das Problem ist, dass da auch noch sehr, sehr viel unklar ist und sehr, sehr viel einfach nicht, und es wurde noch nicht vollständig bearbeitet, dieses Thema. Die Berichte darüber, wie viele Gefangene, Menschen sich in Gefangenschaft befinden, zum Beispiel, das ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie unklar das alles ist. Armenische Behörden sprechen von Dutzenden Menschen, armenische Medien von 100 Menschen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, bevor man dazu zu voreilig Schlüsse zieht. Das möchte ich dazu noch sagen. Im letzten Abschnitt, jetzt noch mal ganz kurz, möchte ich mir anschauen, was steht uns denn jetzt noch bevor? Wie ist es jetzt alles, was ich euch erzählt habe, wie ist es ausgegangen? Worauf hat man sich geeinigt im November? Wie sieht die Landkarte jetzt aus? So, und zwar hat man sich nach dem vierten Anlauf für ein Waffenstillstandsabkommen darauf geeinigt, dass Aserbaidschan die Gebiete behält, die es erobert hat, dass Aserbaidschan auch noch weitere Gebiete zugesprochen bekommt. Das wirft natürlich die armenische Opposition jetzt ganz besonders dem armenischen Premier vor. Ein großer Teil von Nagorno-Karabach ist noch unter der Kontrolle ethnischer ArmenierInnen. Außerdem hat man sich darauf geeinigt, dass man Kriegsgefangene austauscht. Russland hat ca. 2000 Friedenstruppen stationiert in Nagorno-Karabach. Die sind da, um den Lachin-Korridor, den ihr in der Mitte seht, von dem roten Teil zum schwarzen Teil, weil das ist jetzt auch quasi auch das Territorium dazwischen wird jetzt auch wieder von Aserbaidschan kontrolliert. Genau. Und das ist natürlich ein großer Druckfaktor, wenn Russland da seine Friedenstruppen stationiert, hofft man, dass dann die Gefechte nicht wieder erneut ausbrechen können und sich der Waffenstillstand dieses Mal vielleicht ein bisschen länger hält. Was bedeutet das für den Status der Region überhaupt? Für die letzten 28 Jahre hatten armenische Truppen die Kontrolle über das Land, das hauptsächlich armenisch besiedelt war. Das hat sich jetzt natürlich geändert. Wie sind die Reaktionen der Beteiligten auf diesen Konflikt oder auf dieses Ende ausgefallen? Die Bilder der Unterzeichnung der Verträge wurden begleitet von Bildern der Proteste auf den Straßen in Erivan. Oppositionelle haben am 10. November, am 10. November auch das Büro des Premierministers gestürmt und das ganz, ganz doll verwüstet. Die Opposition fordert den Rücktritt des armenischen Premierministers, der sich versucht noch, ich glaube, er hat jetzt mittlerweile Neuwahlen in Aussicht gestellt. Ich glaube, der macht das nicht mehr lange. In Erivan sind nach wie vor große Proteste. Das ist für die Armenier ist das ein ganz, ganz, ganz schlimmer Ausgang. Und dass tatsächlich Armenien auch dieses Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet hat, tut den ArmenierInnen auch sehr, sehr weh. Die Menschen aus den Aserbaidschan zugesprochenen Territorien räumen ihre Häuser, sind jetzt erstmal obdachlos, müssen rüber nach Armenien oder in die übergebliebenen Territorien nach Nagorno-Karabach. Die Bilder im Netz sind halt auch relativ übel. Die Menschen zünden die Häuser an, nehmen alles mit, was sie kriegen können, brennen die Häuser bis auf ihre Grundwerke nieder, weil sie auf keinen Fall wollen, dass irgendetwas überbleibt, was dann Aserbaidschaner nutzen könnten für sich, wenn sie übergesiedelt werden. Im Vergleich dazu hat Aserbaidschan einen Staatsfeiertag ausgerufen. Das sind Bilder von kurz nach dem Waffenstillstandsabkommen. Also für Aserbaidschan ist das auf jeden Fall, Aserbaidschan sieht sich selbst als Siegerland. Aliyev verkündet die Kapitulation von Armenien, schwieriger Punkt in Armenien, verkündet, dass das ein historisch sehr wichtiger Kampf war. Und ja, also das ist jetzt auch nichts Untypisches für autokratische Systeme, dass das dann im Nachhinein so verkauft wird. Jetzt noch ein paar zusammenfassende Bemerkungen am Schluss. Ich hoffe, ich habe nicht zu viele im Laufe des Vortrags verloren. Ich habe wahrscheinlich auch schon die Zeit überzogen. Ja, ich komme jetzt schnell zu einem Ende. Deswegen möchte ich kurz der Vollständigkeit halber auch noch meine Ergebnisse zusammenfassen.
Das ist ein ziemlich komplizierter Konflikt. Welche Probleme ergeben sich jetzt daraus und wieso rede ich da eigentlich die ganze Zeit drüber? Für mich ist das, was da passiert ist, ein Spiegel dafür, wie die internationale Ordnung zustande kommt. Man sieht, wie wie sich internationale Akteure in diesen Konflikt eingemischt haben, sieht man außenpolitische Linien, dass vor allem es in den Friedensverhandlungen und jetzt auch in diesem Konflikt darum ging, dass die Akteure ihre eigenen Interessen voranbringen. Es ging nicht darum, einen Lösungsvorschlag umzusetzen. Russland ist extrem halbherzig vorgegangen, hat vielleicht kein imperiales Interesse, also schwankt da irgendwo zwischen Stabilisierung und Kontrolle der Region, während die Türkei da schon erobernder vorgeht, das auch anders verkauft. Das Hauptproblem ist eben, dass die Akteure, die sich einmischen, ihre eigenen Interessen verfolgen, dass man bisher nicht sehr sensibel auf innenpolitische Faktoren reagiert hat. Beispielsweise ist Bergkarabach auch seit 1999 nicht mehr alleine vertreten an den Verhandlungstischen, sondern durch armenische Politiker. Russland war nicht sehr aktiv, obwohl ich persönlich glaube, dass die Kapazitäten da gewesen wären. Russland hat es geschafft, seine Rolle einigermaßen beizubehalten, ohne die Akteure zu verärgern. Versucht immer noch zu balancieren in der Region, wird auch diese Rolle weiterhin beibehalten. Was Russland nicht dulden wird, da bin ich mir ziemlich sicher, ist, dass, oder was Russland auch ärgert, ist, dass die Türkei da jetzt irgendwie auf eine gewisse Art und Weise einen Fuß in der Tür hat. Die Türkei versucht auch immer noch oder behauptet, es würde Friedenstruppen in den Gebieten stationieren, in denen jetzt die russischen Friedenstruppen stationiert sind. Das möchte Putin mit Sicherheit nicht. Hinzu kommt eben das mit der Transparenz. Also wenn die Länder innenpolitisch schon so instabil sind, wir haben jetzt verstanden, dass sie sich ja an unterschiedlichen Punkten befinden, aber dennoch, das spielt eine Rolle, ist es schwierig, da an Infos zu gelangen und da tatsächlich auch nachempfinden zu können, okay, was ist da jetzt genau passiert und was ist greifbar, was ist nicht greifbar. Aserbaidschan wird von der Türkei unterstützt, Armenien von Russland. Das ist irgendwie auch für die Außenwelt ziemlich schwierig greifbar zu machen. Die Statistiken über die Wirtschaftskraft, das zeigt natürlich auch immer nur eine Seite der Münze. Das zeigt, wie stark, es zeigt die Wirtschaftskraft, das zeigt nicht, wen das Wirtschaftswachstum erreicht. Und der Erfolg und der Wohlstand des Landes erreicht nur einen relativ kleinen Teil der Bevölkerung. Beispielsweise habe ich letztens eine Statistik gesehen, dass die Armutsraten in Aserbaidschan so um die 5% sein sollten. Das halte ich für ein bisschen mysteriös. Das Verhalten der EU, letzter Punkt, muss auch sehr kritisch betrachtet werden, weil man sich wie immer auf die Fahnen schreibt, demokratisch-rechtsstaatliche Prinzipien durchzubringen. Auch Armenien, im Zuge dieses Partnerschaftsabkommens, irgendwo hat sich ja Armenien dazu verpflichtet, dass sich da auch der EU anzunähern, war auch bereit dafür. Gleichzeitig tragen gewisse Staaten zur Militarisierung dieser Zone bei. Wie gesagt, Rüstungsexporte sind ein enormes Problem. Und das Schlimmste, wie ich finde, ist dann einfach dieses Nichtstun am Ende. Also, dass dann am Ende gar nichts mehr gemacht wird. Wobei man sagen muss, dass die EU auch wirklich keine Handlungsmacht hat in der Region. Böse Zungen würden jetzt sagen, dass das wieder ein Beispiel dafür ist, dass die EU kein außenpolitischer Akteur ist. Trotzdem gibt es andere Möglichkeiten, statt diesen Konflikt zu ignorieren und ihn totzuschreiben. Ich selbst bin keine Expertin, aber ich denke mir, besonders für die Menschen vor Ort sind mit Sicherheit sehr viele Menschen dankbar, dass das auch vor allem eigentlich mal in dem nächsten Schritt auf die politische Agenda gehört. Und ansonsten, diese Ignoranz solchen Problemen gegenüber führt am Ende des Tages nur dazu, dass autokratische Regime wahrscheinlich nur noch mehr ihren Handlungsspielraum ausnutzen und noch aggressiver außenpolitisch reagieren werden und agieren werden. Siehe jetzt die Türkei in Syrien etc. Ja, das war es mal soweit von mir. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich über Fragen. Okay, ja, vielen Dank, Larissa.
Wir haben einige Fragen aus dem Publikum und müssen uns natürlich kurz fassen. Zuerst ist natürlich großes Interesse, was ist eigentlich dein Hintergrund und was ist deine Motivation, dich jetzt mit diesem Konflikt auseinanderzusetzen? Das ist eine gute Frage. Ich bin im Zuge meines Studiums schon enorm oft damit in Berührung gekommen. Also ich habe meine Bachelorarbeit über den Kosovo geschrieben. Das ist ja auch wieder so ein Fall von de facto Staat mit internationaler Anerkennung. Also ich glaube, der Kosovo hat mittlerweile schon wurde diplomatisch von über 100 Staaten anerkannt. Nagorno-Karabach hat es da nicht so, nicht so einfach. Und ja, das ist natürlich ein bisschen schade zu sehen, dass man da halt mehr hätte machen können, um die Menschen vor Ort zu schützen vor solchen Auseinandersetzungen. Okay, und ja, dann noch eine weitere Frage, und zwar zu dem Drohnenprogramm. Du hast ja gezeigt, ne, dass es da im Bruttoinlandsprodukt große Einbrüche gab. Und da ist die Frage, wie finanziert Aserbaidschan dann dieses Drohnenprogramm? Also wenn du überhaupt dazu Informationen hast. Welches Drohnenprogramm? Meinst du generell den Ankauf von militärischem Material? Also, genau, es sind ja militärische Drohnen, ja. Also Orbiter ist da so im... liest man so. Ja, voll. Also erstens, ich bin auf keinen Fall Rüstungsexpertin, aber das ist natürlich immer eine außenpolitische Abwägung, was man sich anschafft und was man sich nicht anschafft. Wenn man in einer Region sich befindet, die sowieso relativ instabil ist, also jetzt nicht nur zwischen Armenien und Aserbaidschan, nämlich mal im Süden hat man den Iran, da unterkommt schon der Mittlere Osten, da sind natürlich die Überlegungen, dass man einen großen Teil seines Verteidigungs-, seines Umsatzes, seines Budgets für Verteidigungsausgaben investiert, ist da sehr sinnvoll. Und dann weiß man natürlich auch immer nicht bei so autokratischen, also ich finde es schwierig, dass ich weiß jetzt nicht spezifisch, woher diese Drohnen kommen, das kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, dass da wahrscheinlich auch sehr viel abgezweigt werden wird. Also der komplette wirtschaftliche Sektor ist ja, also Aserbaidschan hat eine Art Beamtenoligarchie etabliert, so Staat und Wirtschaft arbeitet enorm eng zusammen, und ich, ja. Okay, ja. Also es ging auch sozusagen eher darum, ob du vielleicht in den Recherchen herausfinden konntest, ob irgendwo andere Geldquellen sind oder so, weil ja jetzt eben deine Grafiken zeigten, dass das Geld deutlich weniger wird. Und dann ist es natürlich verwunderlich, wo auf einmal Geld für doch recht teure Rüstungsmaterialien herkommen. Und hätte ja sein können, dass du das vielleicht irgendwie bekommen hast. Rüstungsdeals mit Sicherheit. Aber nee, das wäre jetzt auch nur Mutmaßung. Ja, okay. Und konntest du irgendwie in Erfahrung bringen, von wo aus diese Drohnen gesteuert werden? Weil Aserbaidschan angeblich keine Ressourcen dafür haben soll, um sowas überhaupt durchzuführen? Das ist eine gute Frage. Da müsste ich jetzt auch mutmaßen. Ich will da nicht falsche Gerüchte in die Welt setzen. Weiß ich nicht. Alles klar. Okay. Vielen Dank bis dahin. Dann gibt es ja mehrere Exklaven, und eine Frage bezieht sich auf die Auswirkungen der Exklave Nachtischewan. Ist dir da etwas bekannt? Wie das jetzt in der Region unten aussieht? Genau, also gibt es, passiert da jetzt was mit dieser Exklave? Wie verhalten sich die Leute innerhalb dieser Exklave? Gibt es Bestrebungen, keine Ahnung, die einzunehmen? Ich weiß nicht, also jetzt mal ganz blauäugig gefragt, weil ich da nicht informiert bin. Das ist sozusagen die Frage und auch quasi die nächste Exklave. Es gibt noch eine kleinere Archawan oder Archwaschen, weiß ich genau, wie man es ausgesprochen wird. Da ist auch die Frage, ob du da Informationen dazu hast, sind die umstritten? Was passiert mit denen voraussichtlich?
von Armenien, also ja, ich sehe von armenischer Seite keine Bestrebung, also jetzt weiter militärisch irgendwie vorzugehen. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Was die Exklaven spezifisch angeht, weiß ich auch nicht. Müsste man noch mal gucken. Okay, ja. Vielen Dank. Dann noch eine Frage zu Georgien. Weißt du da, wie sich Georgien in diesem Konflikt verhält oder sich positioniert? Georgien, da müsste ich jetzt sehr weit ausholen. Okay, ja, ich denke, da alles klar, verstehe. Das ist zeitlich dann an dieser Stelle schwierig. noch eine Frage zur Türkei. Ist sozusagen der vermeintliche, ich weiß nicht, ob es sozusagen tatsächlich so ist, Unwille, die Türkei zu verärgern, der treibende Faktor für das Verhalten aller Drittstaaten? Die Türkei zu verärgern? Hm? Nee. Der Unwille dessen? Nee. Okay. Nee. Nee, also ich glaube nicht, dass das, also da, nee. Ich glaube nicht, dass der Unwille der Konfliktparteien oder internationaler Akteure. Ich glaube nicht, dass die ganzen Positionen internationaler Akteure darauf abzielen, die Türkei zu verärgern. Ganz im Gegenteil, ich finde, da hätte man viel strenger vorgehen können und die Türkei sanktionieren können, dafür, dass sie politisch und militärisch in diesen Konflikt eingegriffen hat. Ich hoffe, das beantwortet die Frage, sonst habe ich es nicht richtig verstanden. Vielen Dank. Wir hatten vorhin kurz Nahchischewan angesprochen und da gibt es nochmal eine Konkretisierung. Und zwar dass das Abkommen Regulierung zum Korridor nach Nahchischewan beinhaltet und ob es da eventuell irgendwelche Veränderungen gibt. Durch das Abkommen, was jetzt geschlossen wurde. Ich habe mich wirklich ich weiß es nicht. Also ich habe mir das nur grob angeguckt und ich weiß, dass der Lachrin-Korridor jetzt bewacht wird, aber was mit den anderen Korridoren, das kann ich leider, weiß ich nicht, tun. Thank you.